geht's ran an das Space Shuttle von Rick und Morty. Wir wollen ein Abenteuer erleben wie die zwei, aber dafür brauchen wir natürlich noch das passende Fahrzeug. Und wenn ihr schon dabei seid, euch das Fahrzeug zu basteln, guckt mal in der Videobeschreibung. Da verlinke ich euch noch das Häuschen von Rick und Morty, denn ich denke mal, wenn ihr das Fahrzeug habt, braucht ihr natürlich auch noch die richtige Unterkunft für das Fahrzeug und natürlich die passende Garage. Zuallererst müssen wir wie immer an unsere Kiste ran. Und dann beginnen wir erstmal uns einfach mal ein paar graue Betonblöcke rauszuholen, denn ein paar gelbe Betonblöcke, ein paar Schleifsteine, dann holen wir uns noch ein paar Steinstufen raus, denn auch mal Steinziegelstufen, denn ein paar Endsteinziegeltreppen, davon nochmal bitte die Stufen holen wir uns raus, dann ein paar Schmelzöfen und ein paar Viva-Skelettschädel. Ganz einfach und simpel geht es erstmal los mit dem grauen Beton. Dann machen wir uns ein 3x3-Feld einfach mal als Basis hin. Dann platzieren wir einfach an den Seiten überall nochmal weitere drei weitere Betonblöcke hin. Sieht zwar dann erst aus wie so ein Topf, aber das UFO nimmt noch Gestalt an. Als nächstes nehmen wir einfach mal unsere gelbe Betonblöcke. Jetzt können wir uns natürlich noch die Vorderseite alles ausruhen. Aber erstmal setzen wir uns mit den gelben Betonblöcken so ein kleines Muster hin. Also wir setzen uns einen Betonblock hin und dann lassen wir einen frei, einen hin, einen frei. Hier vorne eine Dreierfläche, immer in der Mitte setzen wir uns einen von diesen Blöcken hin. Ja, dann haben wir einmal unsere gelben Betonblöcke ringsherum gezogen. Dann geht es schon ran an unsere Schleifsteine. Wir wollen noch drei Räder uns basteln an unser Fahrzeug. Da platzieren wir uns natürlich hier einmal zwei auf der Vorderseite. Die müssen wir natürlich noch einmal umdrehen. Und wenn wir die Räder dann umgedreht haben, gehen wir natürlich nochmal auf der Rückseite. Jetzt zeige ich dir natürlich mal, ohne zu schnibbeln, wie das so ist. Wir müssen ja immer, sage ich mal, von unten gucken, um uns den dann natürlich einmal so umgedreht zu platzieren. Naja, wenn wir dann erstmal unsere Räder haben, geht es jetzt weiter mit den Steinstufen. Da platzieren wir jetzt einfach mal hier immer auf diesen dreier Seiten einfach mal drei weitere Stufen hin. Das machen wir natürlich hier einmal auf allen vier Seiten. Wenn wir das dann ringsherum gezogen haben, unsere Steinstufen, geht es weiter mit den Steinziegelstufen. Da platzieren wir nochmal drei weitere einfach mal hier auf der Vorderseite von unseren anderen Steinstufen. Einfach hier so geht es rum, zack, 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 bis wir auf der anderen Seite ankommen. Und wenn wir das dann geschafft haben, wechseln wir wieder zu unseren Steinstufen. Und jetzt beginnen wir einfach mal hier vorne auf der Seite, dass wir, sage ich mal, jetzt hier überall noch ein paar weitere Stufen uns einmal hier platzieren. Zack, zack, überall noch eine weitere Stufenreihe um. Hier hinten, wo wir, sage ich mal, in den hinteren gelben Blöcken keine haben, müssen wir natürlich ein paar Stufen mehr setzen. Ne, ist natürlich klar. Naja, einmal unter gelben Block und dann zack, zack, hier bis zur anderen Seite und drei wieder auf der Vorderseite. So, jetzt wollen wir natürlich, sag ich mal, unser UFO ein bisschen spitzer bauen, ne, wie wir halt das kennen. Das heißt jetzt einfach mal hier vorne bei diesem mittleren Block vom gelben Block gehen wir einfach zur Seite und setzen hier jeweils zwei weitere Stufen und einmal vorne am gelben Block setzen wir nochmal eine weitere an. So, das machen wir natürlich hier auf jeder Seite. Erstmal zwei Stufen zu jeder Seite hier vom gelben Block und einen davor. Ne, das machen wir natürlich noch zweimal. Kann man jetzt hier nochmal angucken, aber relativ simpel und zack, sind wir wieder auf der anderen Seite. Wenn wir soweit sind, wollen wir natürlich jetzt die Triebwerke bauen von unserem UFO. Da nehmen wir einmal unsere Treppen hier zur Hand. Zack, platziere ich mal auf der Rückseite einfach mal zwei Treppen davon. Da würde ich mal sagen, setzen wir eine Stufe gleich dran an der Treppe und dann nochmal eine so ein bisschen drüber. So, sind ja, sage ich mal, diese Röhren, die, sage ich mal, zu unseren Triebwerken führen. Die Triebwerke basteln wir uns eigentlich eher aus Mülltonnen bei den Space Shuttle. Haben wir natürlich jetzt nicht so in der Form, von daher nehmen wir einfach mal den Schmelzöfen. Der hat eigentlich eine schöne Textur, sieht ja aus wie so ein Antrieb. Wir machen den Ofen, würde ich mal sagen, auf eine Dreierlänge. Achten natürlich darauf, dass natürlich die Öffnung von Ofen natürlich vorne nicht zu sehen ist, sondern nur auf der Rückseite. So, und das Triebwerk basteln wir uns natürlich hier nochmal auf der anderen Seite. Wenn wir die Triebwerke denn soweit haben, haben wir noch die Skelettschädel. Die wollen wir nutzen, um uns noch ein paar Scheinwerfer zu basteln. Die platzieren wir einmal hier auf der Vorderseite so ein bisschen schräg, dass die natürlich hier so ein bisschen uns alles beleuchten. Dann haben wir erstmal unsere ganzen Blöcke verbaut und brauchen wieder ein paar neue. Das heißt, wir gehen wieder an unsere Kiste ran. Um unser UFO dann abzuschließen, holen wir uns noch einfach ein bisschen graues Glas raus, dann ein paar Tropenholztreppen, dann ein paar glatte Steinstufen, dann ein Birkenzauntor. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch am besten hier, kann ich irgendwo das platzieren? Wo kann ich es platzieren? Da, einen Hebel holen wir uns dann noch raus. Weiter geht es dann mit Eisenfalltüren, TNT-Block, einen Braustand und natürlich ein paar Steinknöpfe. Ja, wo können wir die denn platzieren? Ich mache hier einfach mal auf den Glasblock die. Ja, mit den Steinknöpfen geht es erstmal los. Wir machen so ein paar Nieten, sage ich mal, für unser UFO, und das ist auch ein bisschen zusammengehalten. Wird einfach mal hier auf unseren grauen Beton platzieren wir uns hier ein paar Stück. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt an die Inneneinrichtung. Da beginnen wir jetzt erstmal mit den Holztreppen. Da wollen wir natürlich unsere Sitze machen. Hier zwei passen rein in unser Fahrzeug. Dann würde ich mal sagen, zwischen den Treppen machen wir nochmal eine Stufe hin.
Dann basteln wir uns noch so ein kleines Lenkrad fürs UFO, ein Schaltknüppel. Dann würde ich sagen, eine Eisenfeite platzieren wir so ein bisschen auf der Rückbank. Da ist natürlich ein bisschen Deko. Rick, der hat ja bestimmt ein paar Sachen dabei. Da würde ich mal sagen, TNT-Block würde ich ihm mal zutrauen. Braustand, den können wir dann natürlich auch noch befüllen mit ein paar Glasflaschen. Sieht natürlich immer ein bisschen besser aus, wenn man den befüllt. Ja, danach ist eigentlich schon die Inneneinrichtung fertig und dann können wir das eigentlich zubauen. Dann nehmen wir uns einfach mal unsere Glasblöcke raus, machen jetzt erstmal hier drauf eine Glasschicht. Und wenn wir das dann einfach haben, platzieren wir darauf noch ein Plus. Und fertig ist dann unsere Glaskuppel. Und bevor wir natürlich jetzt einsteigen, um mit unserem Raumschiff loszufliegen, holen wir so ein paar Eisenfeilchen raus und platzieren die einfach noch hier ganz entspannt auf unseren Schmelzöfen. Ist nur noch so eine kleine Halterung, ne, damit unsere Triebwerke auch nicht abfallen. Und dann haben wir schwuppdiwupp unser UFO fertig gebaut. Jetzt können wir einsteigen, Abenteuer leben und mit unserer Portal Gun natürlich hier ins nächste Universum reisen. Ich hoffe, dir hat das kleine Fahrzeugtutorial wieder gefallen. Jetzt kannst du natürlich loslegen mit deinem UFO, aber wir gucken natürlich, was wir dann wieder als nächstes bauen. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wir hören uns oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.